Moin, moin und willkommen zurück zum Tutorial. So, wir haben Mission Control ausgebaut. Da steht jetzt aber, damit wir unser Flight Planning bekommen, brauchen wir noch eine Tracking Station Upgrade oder ein Tracking Station Upgrade. Und das kaufen wir uns jetzt mal. Rechtsklick auf die Tracking Station Upgrade und jetzt können wir Manöver planen. Das wird uns später sehr viel helfen und weil wir noch ein bisschen Kohle übrig haben und das Launchpad nicht teuer ist, upgraden wir das auch gleich mal. Dann können wir nämlich größere und schwere Raketen bauen. Das heißt, wir gehen von 18 Tonnen auf 140 hoch und von 20 Metern auf 36 Meter Höhe für die Rakete. So, jetzt haben wir noch 100.000. Das nächste Upgrade vom Vehicle Assembly Building würde uns 225.000 kosten. Das heißt, wir müssen jetzt erstmal ein bisschen Geld verdienen. Und dafür gehen wir jetzt mal nach Mission Control. Jetzt haben wir auch den großen Vorteil, durch das Upgrade können wir statt zwei Verträge sieben Stück annehmen. Und jetzt gucken wir einfach mal, was da ist. Es gibt jetzt verschiedene Arten von Verträgen, die uns angeboten werden. Das kann sich bei euch unterscheiden. Ich habe jetzt viele Observational Surveys. Das heißt, ich muss irgendwo hinfliegen und entweder über oder unter einer bestimmten Höhe Aufträge annehmen. Dann gibt es verschiedene Testszenarien. Hier müssen wir zum Beispiel den RT-10 Hammer Booster im Flug über Kerbin testen. Da müssen wir einen Fallschirm testen. Das hat aber bestimmte Rahmenbedingungen, also bestimmte Höhe, bestimmte Geschwindigkeit. Dann gibt es noch sogenannte Tourist-Verträge. Da haben wir hier auch einen. Und zwar wollen da zwei Touristen einen suborbitalen Raumflug machen. Das heißt, wir können Geld damit verdienen und vor allen Dingen viel Reputation, dass die ins Weltall kommen. Und dann gibt es noch sogenannte Hauling-Aufträge. Das heißt, wir sollen ein bestimmtes Bauteil in eine bestimmte Position und Geschwindigkeit bringen. So, jetzt stellen wir uns mal unsere Sachen gleich zusammen noch. Aber vorher gibt es nochmal hier auch nochmal ein Testdings auf dem Escape Trajectory und nochmal ein Testszenario für ein anderes Teil. Also das sind so verschiedenste Verträge, die euch angeboten werden. Im Prinzip könnt ihr euch das nach Lust und Laune zusammenstellen. Wir wollen uns in der heutigen Folge aber um Flugzeuge drehen. Und deshalb möchte ich jetzt hier nicht einen Decoupler mit reinnehmen. Also das wäre jetzt zum Beispiel ein Vertrag dafür, einen Decoupler auf dem Flug über Kerbin zu testen. Den nehmen wir für später mal mit, weil das Bauteil haben wir schon. Das können wir gegebenenfalls einfach mal nebenbei erledigen. Und jetzt gucken wir mal, was an Verträgen für uns noch interessant ist. Letzten Endes haben wir ein bisschen Spielraum, dadurch, dass wir jetzt sieben Verträge haben. Und das Schöne daran ist, wir kriegen auch schon Geld im Voraus. Außer bei Touristenverträgen. Touristenverträge werden immer erst dann bezahlt, wenn sie erledigt sind. Den nehmen wir aber mal mit. Das werden wir dann in einer der nächsten Folgen erledigen, wie das mit Touristen funktioniert. Und was wir jetzt machen, sind Verträge annehmen, die uns in die Lage versetzen, dass wir Flugzeuge bauen müssen. Und da bieten sich diese Focused Observational Surveys an. Das sind letzten Endes Crew Reports, die wir an bestimmten Stellen machen müssen. Und die werden wir uns jetzt auch gleich mal ein bisschen näher anschauen. So, ihr könnt nämlich vor dem Annehmen der Verträge in die Tracking Station gehen und könnt euch dort diese Verträge angucken, wo die liegen. Also ihr seht dort quasi die Lokationen der verschiedenen Verträge und das ist alles relativ nah um den Kerbin Spaceport drumherum. Also der Kerbin Spaceport ist quasi der etwas hellere grüne Fleck dort in der Mitte. Und rund um den Spaceport verteilt sind quasi jetzt diese Observational Surveys. Also alles keine Riesenstrecken, die wir fliegen müssen. Das heißt, wir können das mit einem kleinen Flugzeug potenziell erledigen. Jetzt müssen wir aber erstmal gucken, ob wir uns die Bauteile dafür leisten können. Also hier gibt es den Pfad in Richtung Aviation, also Flugzeugbauteile. Und wir haben jetzt momentan 66 Science. Das eine kostet uns 45, das andere kostet uns 18. Grob im Kopf überschlagen, jawohl, das funktioniert. Wir können uns das leisten. Also nehmen wir jetzt einmal den Stability Part mit. Das hat auch noch den Vorteil, dass wir seitliche Decoupler bekommen für unsere Raketen später. Hier ist nochmal ein kurzer Zwischenblick, ja, was wir sonst noch so kriegen könnten für 45 Punkte. Basic Science hilft uns für Raketen, aber das machen wir einfach später. Wir nehmen jetzt hier die Stability mit und wir nehmen Aviation. Das sind so basismäßige Flugzeugteile für das erste kleine Flugzeug. Mehr können wir uns schlicht und ergreifend im Moment nicht leisten. Also leben wir jetzt erstmal damit und probieren aus den Teilen, die wir haben, das Beste zu machen. So, jetzt haben wir die Bauteile dafür. Das heißt, wir nehmen jetzt diese Verträge an. Und das Schöne ist, wir bekommen jetzt für jeden Vertrag auch im Voraus schon so 4.000 bis 7.000. Ich glaube, 7.000 sind es meistens. Und können damit schon mal anfangen,
unsere Sachen zu finanzieren. So, jetzt kommt der unangenehme Teil, ein Flugzeug bauen. Ich bin nämlich nicht so der große Flugzeugbauer und Flieger, aber wir probieren das einfach mal. Also, ein Flugzeug braucht als allererstes natürlich immer ein Cockpit. Es bietet sich an, dann dieses MK1 Cockpit zu nehmen. Da passt ein Pilot rein und dann brauchen wir irgendeinen Körper. Später gibt es auch im Structural-Bereich dafür so Hohlkörper im Prinzip. Ich nehme jetzt tatsächlich eine Liquid Fuel Fuselage. Das ist ein Tank, in dem ist nur Liquid Fuel drin, weil die Jetantriebe keinen Oxidizer brauchen. Oxidizer benutzt er letztlich nur, um Sauerstoff hinzuzufügen, und den haben wir in der Atmosphäre. So, was ihr jetzt gesehen habt, sind die drei Buttons, die ich angemacht habe. Das ist einmal Center of Mass, das ist der gelbe Ball. Dann gibt es Center of Lift, das ist der blaue Ball. Und dann gibt es Center of Trust, das ist das lilane. So, ich habe hinten jetzt erstmal eine aerodynamische Kappe draufgesetzt und jetzt kommt der Part, da irgendwie Flügel dran zu klemmen. Und zwar so, dass das ganze Ding auch im Idealfall fliegen kann. Ich probiere jetzt erstmal so ein bisschen rum, was gut zueinander passt. Also ich habe hier zwei Structural Wings, die ich miteinander verbinde. Und das ist ein bisschen Try and Error. Also natürlich sollte man das Ganze auch in Symmetriemodus bringen, sonst wird das alles ein bisschen schwierig. Und ich habe jetzt den angewinkelten Structural Wing und einen viereckigen Structural Wing einfach zusammengefügt zu so einer Art Tragfläche. Und die Geschichten geben uns eben Auftrieb. Die Teile haben ein Lift-Rating. Das sagt uns eben, wie viel Gewicht sie tragen können. So, das ist dann schon mal unsere Tragfläche letzten Endes. Und jetzt brauchen wir natürlich noch Antriebe an der ganzen Sache. Es gibt für die Größe erstmal die sogenannten MK0 Fuselages. Da ist ganz wichtig, guckt, dass ihr das zentrisch macht. Also guckt, dass nachher der lilane Ball in der Mittelachse des Flugzeugs liegt, sonst bekommt ihr ganz, ganz große Probleme. Dann gibt es sogenannte Intakes. Intakes sind dafür da, euren Antrieben Luft zuzuführen. Die kommen am besten in Flugrichtung vorne drauf. Am Anfang haben wir nur das eine, deshalb ist das recht einfach. Und hinten haben wir momentan auch nur eine Jet Engine, das ist die Juno Jet Engine. Und jetzt seht ihr schon, dass hinten der lilane Ball relativ mittig im Flugzeug liegt. Das heißt, wir haben schon mal einen sehr zentrischen Schub. Das sollte gut funktionieren, sodass es uns nicht irgendwo hindrückt. So, jetzt brauchst du ein Flugzeug, aber unangenehmerweise auch noch Räder. Das ist immer ein bisschen, da muss man ein bisschen gucken. Also erstmal müsst ihr gucken, dass ihr die richtige Seite erwischt, damit ihr nicht groß rumdrehen müsst. Und dann ist das Anbauen halt immer so ein Thema. Ich habe sie jetzt mal außen rangehangen. Insgesamt müsst ihr halt einfach gucken, dass euer Hintern vom Flugzeug weit genug weg ist. Ich probiere das Ganze jetzt mal zu verschieben, weil ich sie eigentlich näher am Zentrum des Flugzeugs dran haben will. Leider funktioniert das nicht so gut, wie ich mir das letzten Endes vorgestellt habe, weil das wäre zu flach und sobald ich sie wieder rausziehe, springen sie halt wieder hoch. Sobald ich sie runterdrücke, springen sie wieder rein. Und das ist einfach ein bisschen zu knapp, um damit loszufahren. Deshalb funktioniert das so nicht und wir nehmen die nochmal ab und bauen die sauber von außen ran. So wie sie halt hingehören. So, einmal ordentlich platzieren. Und dabei müsst ihr jetzt darauf achten, dass genau sowas nicht passiert, dass sie halt nicht krumm und schief werden, weil sonst wird das beim Starten extrem schwierig. Und deshalb immer gucken, dass ihr die möglichst, möglichst gerade baut. So zum Beispiel. Gut, dann kommt vorne noch ein Rad ran. Da könnt ihr dann die Symmetrie rausnehmen, denn wir brauchen ja nur ein Rad. Das kann man ein bisschen an der Schnauze nach vorne legen, damit halt das Flugzeug nachher nach hinten kippt. So, jetzt mache ich eine kleine Rotation in die Räder noch rein, aber halt nur minimal, damit sie einfach ein bisschen weiter unten sind. Und auch das wieder darauf achten, dass vorher die Räder im Symmetriemodus waren, sonst wird das eine ziemlich eilige Geschichte. Es bietet sich an, wenn ihr so einen Flug macht, Antennen mitzunehmen. Dann könnt ihr nämlich Crew Reports, die ihr unterwegs erledigt, rüberfunken. Und das bringt euch gleich noch Wissenschaftspunkte, denn es ist immer schön, wenn man eine Mission erledigt und dafür Kohle bekommt, aber noch viel schöner ist es ja, wenn man nebenbei sogar noch Wissenschaftspunkte einsammeln kann, weil ihr wollt euch ja auch neue Bauteile freischalten, um komplexere Raumschiffe oder Flugzeuge zu bauen. Zu guter Letzt braucht ihr noch eine Tailfin. Es gibt sogenannte Control Surfaces. Das hier ist die Tailfin, nennt sich das. Wir haben momentan schlicht und ergreifend nicht viele Control Surfaces. Genau genommen haben wir, glaube ich, exakt diese eine, wenn mich nicht alles täuscht. Zumindest hinten, was das Heck angeht. Dann kommt noch ein Pilot rein. Und was ich jetzt gerade vergessen habe, sind die Steuerflächen für die Höhensteuerung. Das werde ich aber auch gleich merken. Was ich jetzt hier probiere, ist Folgendes. Am Anfang habt ihr eine ziemliche Buckelpiste. Ich versuche jetzt das Flugzeug über die Wiese zu starten.
Was natürlich nicht so von Erfolg gekrönt sein kann, denn am Ende des Tages, wenn wir uns das mal genauer angucken, habe ich keine Tragflächen, also keine Höhenruder, nennt man das. Das heißt, ich kann gar nicht abheben, weil ich kann das Flugzeug nicht hoch und runter dirigieren, sondern nur links und rechts. Also es ist jetzt quasi ein Auto mit Flügeln und das ist natürlich nicht ganz so zielführend. So, nachdem ich das Flugzeug dann jetzt nochmal angeschaltet habe und beginne zu beschleunigen, fällt mir das selber aber auch auf. Und das ist dann der Punkt, wo der Revert losgeht. Und da kann ich euch nur sagen, ich spiele Kerbal Space Program jetzt mittlerweile drei Jahre, um und bei 3 Jahre. Und ich komme mit Flugzeugen immer noch nicht klar. Das ist einfach nicht so meins. Da kommt jetzt die große, große Tüftelei. Also, kommen wir mal zum Thema Control Surfaces. Ihr habt hier im Moment das Elevon, die kommen hinten an die Tragflächen ran und übernehmen dann quasi für euch die Höhensteuerung. Die könnt ihr auch gleich im Symmetriemodus anbringen und am besten, meiner Meinung nach und Erfahrung nach, zumindest über die gesamte Länge der Flügel oder der Tragfläche. Denn dann habt ihr ziemlich viel Kontrolle, auch was das Höhenruder angeht. Denn Höhenruder ist mindestens genauso wichtig wie Seitenruder. Und jetzt kommen so ein paar Startversuche, weil was jetzt passiert, ist einfach Trial-Error. Letzten Endes, so ein Flugzeug auszubalancieren, sodass das gut fliegt, gerade am Anfang mit den sehr eingeschränkten Bauteilen, ist nicht ganz einfach. Du hast wenig Leistung am Anfang, du hast keine tollen Fahrwerke, es gibt nicht viele tolle Flügel, wir haben keine strukturellen Bauteile. Und deshalb ist das ein bisschen schwer. Das typische Startverfahren sieht so aus: einmal Handbremse rein, die Triebwerke voll aufdrehen und dann die Bremse lösen. So. Das SRS kann unterstützen dabei, kann aber auch gefährlich sein, weil es Stress auf die Räder ausübt. Und jetzt heißt es beschleunigen, 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 bis das Ding die Nase hochzieht. Jetzt kommt das Problem, dass ihr ein gutes Gleichgewicht finden müsst zwischen eurem Lift-Rating und dem Gewicht des Flugzeugs. Weil was ihr jetzt hier seht, ist, das Flugzeug kommt einfach hoch und irgendwann explodieren die Räder und das ganze Ding zerlegt sich in tausend Teile. Also zurück ans Reißbrett und basteln, basteln, basteln. Was ich jetzt gemacht habe, ist zu überlegen, warum kommt das Flugzeug nicht hoch, und letzten Endes war es das Gewicht. Ich habe also das Liquid Fuel aus den mittleren Tanks rausgenommen, um es leichter zu machen. So. Und dann habe ich den nächsten Teststart gemacht und jetzt merkt ihr schon, das Ganze geht in den Zeitraffer, denn wir werden jetzt ein wenig testen. So, jetzt tüdelt das Ding halt immer noch ziemlich am Boden rum und ich konnte starten. Dabei hat es mir leider ein Fahrwerk weggerissen, aber ich habe gedacht, ich probiere es einfach mal aus, wie das Flugzeug so fliegt, und bin zur ersten Stelle geflogen. Jetzt haben wir am Anfang sehr popelige kleine Jet Engines, die nicht viel Druck machen. Und ich habe da mal geguckt und wir müssen auf 16.400 Meter steigen. Also wir müssen über 16.400 Meter sein, um unsere Stelle zu erkunden. Ihr könnt auf der Karte übrigens immer mit einem Klick auf diese Ziele, die im Navball aktivieren. Das seht ihr bei mir auch gerade. So, und jetzt bin ich gestiegen und gestiegen. Und jetzt achtet mal unten auf die Geschwindigkeit. Mit jedem Meter, den ich steige, verliere ich immer mehr Geschwindigkeit. Auch ein flacherer Winkel hilft da leider nicht ganz so viel. Und das Problem ist hier jetzt gewesen, einfach, das Ziel ist viel zu hoch. Also mehr Power. Das heißt, ich habe das Flugzeug jetzt umgebaut. Ich habe die Fahrwerke direkt dran gehangen und ich habe vier Triebwerke rangebaut. Auch wieder im Symmetriemodus, auch wieder geguckt, ob das alles richtig ist. Und habe ein bisschen Fuel für die Trimmung wieder rein und habe mir die Runway ausgebaut, weil das mit dem Rasen einfach nicht funktioniert. Das hat aber auch nicht funktioniert. Also neuer Startversuch, weil ich gucken wollte, ob es an mir gelegen hat. Und ich habe festgestellt, nö, scheinbar hat es nicht an mir gelegen. Also das Fuel zum Trimmen wieder raus, um die Kiste leichter zu machen. Zack, hat sich alles überschlagen. Also nächster Anlauf. Ihr merkt schon, das ist dann so ein bisschen iterativ. Man muss einfach gucken, was passt. Und ich habe jetzt versucht, das Lift-Rating zu erhöhen. Ich habe also größere Tragflächen genommen. Jetzt bin ich aber ans Teilelimit gestoßen. Das heißt, ich habe die kleineren Tragflächen rausgenommen, habe die größeren drin gelassen, weil die größeren einfach mehr Lift-Rating haben. Neuer Startversuch. Und dann hat es sich überschlagen. Aber es war klar, dass es jetzt funktioniert. Also habe ich es nochmal probiert und bin jetzt ganz vorsichtig an das Starten rangegangen. Habe es nicht so aggressiv nach oben gezogen. Und siehe da, wie ich eben war. So, jetzt kann man sich, wie gesagt, wieder sein Ziel setzen. Ich habe es dann nochmal probiert, ob wir jetzt die Höhe erreichen können mit vier Triebwerken, die wir für den Crew Report auf 16.400 Metern brauchen. Dabei hat sich herausgestellt, nee. Also, auch mit vier Triebwerken am Anfang war das so nicht möglich, weil wir am Anfang eben noch
relativ viel Treibstoff verglichen zu den Triebwerken mit uns rumschleppen. Und ich habe mich da jetzt so nach und nach hochgequält. Aber es war jetzt mit der Menge an Treibstoff einfach so irgendwie bei, ich glaube, knapp 13 Kilometern Höhe, war halt langsam Schluss. Vielleicht waren es sogar 14. Mal gucken, wie hoch wir kommen. Ah, knappe 14. Und da will die Kiste dann einfach nicht mehr. Ihr seht, wie sie immer weiter absackt. Und also auf dem Laufrohr kann man das gut sehen. Und ich habe sie halt irgendwann nicht mehr weiter nach oben bekommen. Also kurz vor 14 Kilometer war Schluss. Entscheidung war dann einfach zu sagen, okay, wir nehmen jetzt hier den Crew Report mit und senden den, wir verdienen ein bisschen Science und schnappen uns ein Ziel, was unter einer bestimmten Höhe ist. Das heißt, wir fliegen nach Eumanns True jetzt, das müssen wir unter 18,4 Kilometer bleiben. Das schaffen wir locker mit unserer Kiste. Das heißt, einmal rüberdrehen, auf das neue Ziel ausrichten und dann heißt es einfach erstmal hinfliegen. Das dauert jetzt einfach einen kurzen Moment. In der Zeit habe ich immer, wenn ich über ein neues Biom gekommen bin, also Biome sind sowas wie der Ozean, Kerbins Water, die Insel da hinten war ein Biom. Wenn ihr an die Küste kommt, gibt es Kerbins Shores. Es gibt Kerbins Tundra, es gibt Kerbins Lowlands, Midlands, Highlands, Mountains, Grasslands. Probiert es einfach ab und zu immer mal aus und nehmt Crew Reports und sendet die mit der kleinen Antenne raus, wenn ihr die Möglichkeit habt, denn das gibt euch halt nebenbei ganz gut Wissenschaftspunkte. So, und dann kommt irgendwann der Punkt, an dem wir in unsere Zielgegend kommen und dann wird euch Folgendes eingeblendet auf dem Bildschirm, nämlich Now Entering Eumanns True. Dann macht ihr einen Crew Report und mit dem Crew Report, den ihr nebenbei auch noch senden könnt, haben wir den Vertrag erfüllt und kassieren unsere 14.000 nochmal, dass wir das geschafft haben. Und dann heißt es auch schon, auf zum nächsten Ziel. Das habe ich euch jetzt aber mal erspart, denn ich bin jetzt einfach ziemlich viel rumgeflogen. Ich habe jetzt noch den zweiten Vertrag gemacht, der unter einer gewissen Höhe liegt und habe dann noch ein bisschen rumprobiert, ob ich die Höhe erreiche. Das hat aber nicht geschafft. Das habe ich nicht geschafft, das müssen wir irgendwann mit Raketen machen. Dann kommt der unangenehme Teil, die Landung. Ich persönlich hasse Landung. Natürlich hat man immer den Ehrgeiz, dass man die Landebahn ansteuern will. Versucht dabei darauf zu achten, dass ihr, wenn ihr aufsetzt, oben seht ihr euren Höhenmesser, dass ihr irgendwie maximal minus 5 oder sowas von der Sinkgeschwindigkeit habt und versucht auch nicht ganz so schnell zu sein, gerade mit dem ersten Fahrwerk. Wie ihr hier bei mir seht, ich tue mich unheimlich schwer damit, die Landebahn zu treffen. An dem Punkt jetzt habe ich gesehen, okay, das wird einfach nichts, ich bin komplett schief und bin nochmal durchgestartet. Das heißt, ich habe wieder Schub draufgegeben, habe eine Drehung vorne gemacht und habe letzten Endes nochmal einen zweiten Anflug von der Meerseite probiert. Nehmt euch diese Zeit, gerade wenn ihr Treibstoff habt, weil wenn ihr mit der Kiste hart aufsetzt, müsst ihr im Zweifelsfall sonst die ganze Mission nochmal machen. Jetzt habe ich mich super schwer getan im Niedriggeschwindigkeitsbereich, weil darauf ist dieses Flugzeug einfach noch nicht ausgelegt, so gut zu manövrieren, zu landen. Hab dann irgendwann gesagt, okay, alles klar, das wird nichts mit der Landebahn, aber ihr könnt auf der Wiese auch sehr gut landen. Das heißt, ich habe mich dann auf die Wiese ausgerichtet und habe jetzt einfach darauf geachtet, dass ich nicht zu schnell runterkomme. Das heißt, Triebwerk aus, SRS mit drin und dann immer wieder die Nase hochziehen, bis es aufsetzt und dann Bremse rein. Und was ihr dann nicht tun solltet, ist das, was ich jetzt gleich tue, hart lenken. Das ist hier gerade nochmal gut gegangen, aber dabei sowas kann man sich auch ganz schnell überschlagen. Und damit haben wir unser erstes Flugzeug durch. Und im nächsten Flug kümmern wir uns darum, wie wir noch mehr Science-Punkte bekommen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Mein Name ist Robert und tschüss.